Und damit herzlich willkommen zurück zu Terrain SimWorld 4. Hier mit der Rosa-Linie und zwar mit dem vierten Szenario Unbeladene Wagen im Wunderland. Übernehmen Sie einen Güterzug, der an einem verschneiten Morgen unbeladene Wagen nach Chur bringt. Ja, Lokomotive muss ich nichts zu sagen. Schon ziemlich moderat, der Schwierigkeitsgrad. Allerdings die Strecke ja eigentlich mehr oder weniger immer die gleiche, also weiß ich gar nicht warum. Obwohl wir ja im letzten Szenario auch einmal, glaube ich, verkackt, ne? Willkommen am Bahnhof Langenwies. An diesem Morgen übernehmen Sie den Güterzug 5424F, der unbeladene Güterwagen St. Peter Molinis abholen und diese dann nach Chur bringen soll. Schneit aber ganz schön, wa? Oh, wie der Wind pfeift. Die Bäume. Alter, wie krass, richtiger Schneesturm. Aber würde man dann solche Züge durch die Berge schicken? Ich weiß ja nicht. Boah, sieht ja schon schön zugeschneit aus. So, ja, machen wir erstmal Licht an. Fahrplanleuchte brauche ich nicht. Wir machen die Zugschlussbeleuchtung aber. Alter, pfeift der Wind. So, warte mal. Spitzenbeleuchtung war bei dem auf 2 Kabinenbeleuchtung brauchen, wenn nicht das Güterzug ist. Irgendwo gab es doch hier den... Machen wir mal den Lüfter an, dass hier ein bisschen warm drin wird. Ach so, warte. Erst der Hauptschalter und dann konnte man genau... ich sehe nichts mehr. Scheiben... Okay, den Lüfter machen wir mal wieder aus. Der bringt mir nämlich gar nichts. Habe ich hier eine Heizung? Was ist das? Lüftergeschwindigkeit schwach. Nee, eine Heizung direkt habe ich hier nicht. Uiuiui, da dürfen wir uns jetzt richtig einen zurechtfrieren hier, wa? Tjo, ist dann halt so, ne? Wie wär's erstmal mit einem guten Scheibenwischer? Rechts... Jetzt macht der auch tatsächlich mal Sinn. Ich mache tatsächlich den linken auch an, obwohl ich den eigentlich nicht brauche, weil... ich hier sonst wirklich gar nichts mehr sehe. Ich sehe auch rechts aus der Scheibe gar nichts mehr. Die schneit komplett zu hier. So, erstmal die Bremsen lösen. Und mal in den Fahrplan gucken. Was haben wir überhaupt vor heute? Wir fahren nach St. Peter Molinis an Bahnsteig 2. Dann eher Handweiche rechts. Also genau gesagt, das, was wir im letzten Szenario gemacht haben, nur andersrum. Dann halten wir Nord. Da müssen wir wieder an der Formation ankuppeln. Und dann fahren wir runter. Also wieder exakt dasselbe wie beim letzten Mal, nur exakt andersrum. So, Bremsen hatte ich gelöst, ne? Dass man die Scheibenwischer aber auch nicht langsamer machen kann. Wie cool. Ist irgendwie so ein bisschen doof, ne? Ich fahre gerade über einen Bahnübergang. Ist das hier? Warte mal. Nee. Das ist so Fenster. Oh, wir fahren wieder bergab, ne? Klartext heißt das wieder aufpassen. So, ab hier können wir abschalten und können eigentlich direkt die Bremsen dazu holen. Boah, sind wir schnell. Wie es einfach mal voll in der Lok am Pfeifen und am Plästern ist. So, ich drehe jetzt mal ein bisschen die Bremse runter. Ich versuche mal den Punkt zu finden, wo sie nicht mehr greift.
Ich mach's immer aus, warte mal. Dann rollen wir eigentlich gleich von alleine weiter. Oder auch nicht. Ach so, wir sind nicht mehr auf Gefälle, deswegen. Da hätte ich jetzt ja auch lange warten können. Alter, krass, wie das ganze, wie die ganze Kabine zugeschneit ist. So, jetzt machen wir mal aus. War ab hier beschleunigt er ja wieder von alleine. Ich suche jetzt gerade den Punkt. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Es geht zwar steiler runter, aber die Bremse greift jetzt langsam. Vor allem, wir dürfen gleich noch mit Waggons bergab fahren, ne? Das kommt ja gleich noch mit oben drauf. Das wird ja noch richtig lustig gleich. Vor allem wirklich schon im Gefühl, dass der schlechter bremst als beim letzten Mal, wo wir auch teilweise ja bergab gerollt sind. Ja gut, jetzt halt alles vereist, ne? Ich weiß gerade, wo ist eigentlich bei ihm der Sandenknopf? War hier, ne? Den werden wir mit Sicherheit gleich brauchen. Was für ein Sauwetter. Schön die Geschwindigkeit im Blick behalten. Ich glaube, wenn wir den jetzt verlieren würden, dass der jetzt einmal zu schnell wird, ich glaube so schnell, weil wir, ich habe es eben gesehen, der bremst nur noch sehr langsam runter. Da kannst du nur noch versuchen, die Bremswirkung mit Sand zu erhöhen, aber wenn du den, glaube ich, einmal jetzt wirklich verloren hast bei der Bergabfahrt, dann war es das eigentlich. Ich glaube, da kannst du den irgendwann unten im Berg wieder aufsammeln. Alter, eben bei dem Stehchaos wird, glaube ich, nicht mehr die Deutsche Bahn fahren, aber Hauptsache hier in den Bergen, hier müssen wir jetzt fahren. Ich habe hier aber auch keinen Sicherungskasten, ne? Also irgendwie Scheibenheizung oder sowas habe ich, glaube bei der tatsächlich gar nicht, ne? Wie gesagt, ich sehe auch links, sehe ich einfach mal gar nichts. Genau aus dem Grund habe ich ja den Scheibenwischer da jetzt auch laufen, weil ich sage mal ganz ehrlich, kein Lokführer würde hier das Fenster aufmachen, wenn es nicht sein müsste. Ich meine, die Lok ist schon in sich geschlossen und das bläst halt hier durch wie sonst was. Müssen mal die Dichtungen erneuert werden, wa? Kannst du halt... nö. Mach mal wieder zu hier. Das meinte ich eher. Weißt du, so als kleinen Windschutz sehe, tue ich ja eh durch die Scheibe nichts. Also brauche ich es auch nicht offen haben. Hinten habe ich kein Rollo. Gut, da... Aber merkt er was?
Ah, ich wollte es gerade sagen, soweit haben die im Leben nicht gedacht. Weil das Pfeifen ist weniger geworden. Dachte ich erst, ist aber nicht. Also der Motor kann uns bei 2% Gefälle noch halten. Weil so viel habe ich bei dem Ding schon verstanden. Ich weiß noch nicht, obwohl, wir werden schon schneller. Die Motorbremse reicht nicht mehr. Aber jetzt wird es gleich genau eben, weil jetzt sind wir erstmal an dem Bahnhof. Ich muss hier runter auf 30. Spitzensignale gehen noch heller oder... Ich weiß es nicht. Ist vielleicht besser, wenn wir die ganz hell machen. Boah, da wird er im Echtturm rausgucken, schon kalt. Ja, 6% Gefälle schafft er nicht. Also wieder bremsen. Boah, jetzt aber... Jetzt aber mal wirklich alles, was wir an Bremse haben, ne? Wir können auch durchbremsen. Ich glaube nicht, dass wir stehen, bevor wir da sind. Ich kann hier nochmal ein bisschen Sand mit drauf schmeißen. Aber ihr seht ja, so viel bringt das jetzt auch nicht. Ich meine, das muss ja auch arschglatt sein. Ich löse mal die Bremse wieder etwas. Ich versuche, diesen Punkt zu finden, wo wir langsam bremsen. Vor allem, wie du echt nicht weit gucken kannst in dieser Suppe. Dann ist mir auch gerade echt ein bisschen relativ egal, ob wir schneller fahren dürfen. Sicherheit geht vor, war ganz ehrlich. Da vorne kommt doch gleich ein rotes Signal. Und mir ist aufgefallen, wenn ich schneller als 20 km/h rolle, habe ich es unglaublich schwer, das Ding wieder zu bremsen. Gott, ist das ein Mistwetter. So, ich erhöhe jetzt mal gerade die Bremskraft. Ich habe Schiss, dass ich es nicht schaffe, zum Stehen zu kommen. Die ZS meldet sich auch andauernd. Wahrscheinlich als Warnhinweis, dass wir auf Signal zu fahren. Stellen Sie die Handweiche auf rechts. Das war die hier vorne, ne? Jetzt
fahren wir wieder nach Nord. Warte mal. Ja, erst die Bremse lösen, dann... Immer erst die Bremse lösen, dann den Fahrschalter, weil ansonsten löse ich eine Traktionssperre aus. So, und hier ging es steil runter, deswegen... Müssen wir gucken. Ich ziehe jetzt schon mal die Bremse an. Oh, langsamer. Noch ein bisschen. Das eigentliche Problem... das wir haben werden. Obwohl, nee, wir müssen den Führerstand diesmal ja, glaube ich, gar nicht wechseln, ne? Na, jetzt hängt hier meine Kamera wieder fest. Ach, ich habe was vergessen. Warte mal. So, Richtungswender rückwärts. Okay, fahrt frei mit reduzierter Geschwindigkeit. Meldet sich wieder die ZS. Ich habe die auch immer noch nicht verstanden, wie die funktioniert. Er blinkt jetzt, ich glaube, um mir zu sagen, dass da vorne ein haltzeigendes Signal ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es darum geht. Aber so ganz durchgestiegen, wie gesagt, bin ich da echt noch nicht. So, ich reduziere jetzt schon mal die Fahrt, weil wir müssen jetzt gleich andocken. So, wir gehen auf Bremse langsam. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gerade wieder eine Zwangsbremsung bekommen. Ich, bei der österreichischen, nee, bei der rätischen Bahn, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Ich habe ZS bestätigt gerade. Das reicht ihm aber scheinbar auch nicht. Ich weiß allerdings auch wirklich nicht, warum. Er hat mich gerade wieder zwangsgebremst. Obwohl ich Fahrfreigabe ja bekommen habe. So, wir haben angedockt. Dann zur Sicherheit die Bremse auch noch mit anziehen. Richtungs... kann ich nicht. Warte mal. Ach, liegt das jetzt an der... an der Bremse? Ich, wie gesagt, ich bin mit der Lok noch nicht ganz... Nee, das liegt einfach daran, dass der Fahrschalter nicht auf Null war. Zack, zack. Können wir ruhig auch vorwärts machen. Ich habe jetzt zwei Bremsen angezogen. Das wird ja wohl reichen. Und jetzt geht's raus in die Arscheskälte hier.
Alter, wie hoch der Schnee auch mal einfach ist, ne? So, ankuppeln. So, und jetzt geht es über Untersachs. Genau die Strecke, die wir in dem letzten Szenario gefahren sind, nur halt nach oben. Die geht es jetzt nach unten. Na, ich schaue noch mal kurz auf den Plan. Was haben wir hier? Untersachs fahren wir drüber. Dann halten wir in Chur Nord an. Chur Gleis 4. Zwei Waggons abkuppeln und dann auf das Nebengleis in Chur fahren. Dann haben wir es eigentlich. Was heißt, haben wir es eigentlich? Ist halt noch ein Stückchen. So, also, dann wollen wir mal. Untersachs, Gleis 2, da fahren wir jetzt drüber weg. Lokbremse lösen und auf geht's. So, ab jetzt können wir die Bremse lassen, weil jetzt rollen wir eh. Jetzt können wir nur schon mal die Bremse anziehen. Also das Gas lassen, Bremse anziehen. Wenn nicht zu schnell werden. Da ist jetzt wieder diese Feinarbeit, die Bremse genau so einstellen. Dass wir Lok und Waggons gleich eben nicht auf die Seite legen. Ich meine, Bergab hat ja tatsächlich immer noch einen Vorteil, ne? Es ist tendenziell eher unwahrscheinlich, dass wir zu langsam werden. Ich muss halt nur aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. So, ich habe auf jeden Fall diesen Punkt gefunden, wo wir so ein bisschen mit der Bremse pendeln können. Ist immer so ganz leicht lösen, ganz leicht anziehen. Da wir eh nicht mehr als 6% Gefälle kriegen werden. Das dauert immer ein bisschen, bis die Bremse soweit gelöst ist. Gefälle lässt nach. Jetzt einmal die Motoren wieder anstrengen. Da hinten geht es schon wieder mit Gefälle weiter.
Aber trotzdem ziemlich abenteuerlicher Ritt gerade. So, jetzt kommen wir langsam auf Untersachs zu. Jetzt müssen wir gleich noch aufpassen, wahrscheinlich werden wir gleich Geschwindigkeit reduzieren müssen. Da vorne kommt gleich 30. Werde ich jetzt schon mal so langsam gucken, dass wir langsamer werden. So, Untersachs haben wir passiert. Ne, noch nicht, das war noch nicht mal Untersachs. Solange wir den Motor hören, ist alles gut. Sorgen müssen wir uns erst machen, wenn wir ihn nicht mehr hören. Dann fangen wir an zu rollen. Oh. Bin ich ein Trottel? Nein. Oh, 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 oh. Das war knapp. Na komm, wo ist der blöde Punkt jetzt? Das sieht schon fast gut aus.
So, kein Kilometer mehr. Dann fahren wir über Untersachs drüber weg und dann geht's weiter. Wie gesagt, wir müssen eh nach ganz unten. Wir müssen bis nach Chua, also bis zum Fuß dieses Berges. Vorne ist ein haltzeigendes Signal. Es kann sein, dass wir da vielleicht wieder warten müssen. Schön langsam. Ich gehe jetzt mal theoretisch nicht davon aus, dass das Signal gleich umspringen wird. Das heißt, wir gucken jetzt schon mal so langsam, dass wir mal ein bisschen runtergehen. Dass wir da nicht gleich in den Bahnhof geflogen kommen. Oder in die Station. Ein richtiger Bahnhof ist das ja auch nicht. Obwohl er jetzt sagt grün. Aber er bezieht sich, glaube ich, noch aufs nächste Signal, ne? Ja, da vorne ist der Bahnhof. Nächstes Signal ist rot. Warum, weiß ich allerdings gerade nicht, weil der Zug, auf den wir wenn warten müssten, steht da noch. Steht da schon oder wir haben zu lang gebraucht. So, er fährt los und wir kriegen grün. War vom Szenario, glaube ich, so geplant, dass wir eher hier sind. Aber da wir halt ein bisschen vorsichtiger machen, brauchen wir jetzt halt eben ein bisschen länger. Weil, wie gesagt, ich sehe jetzt nichts in der Kurve hier, ne? Ich kann nichts sehen. Weil der Schnee einfach mal alles verdeckt hier. So, Chur Nord ist schon angeschlagen mit 4,4 Kilometer Distanz. Und eine Trophäe, GE442 mit vollem Einsatz dabei. Das Gefälle ist auch gar nicht mehr so stark, ne? Ja, obwohl, es wird wieder mehr.
Landschaft ist ja eigentlich sogar echt schön so im Winter, wenn es nicht so ein richtiger Blizzard wäre, der hier runterkommt. Ich mach schon irgendwie 10 Kreuze, wenn wir von dem Berg gleich runter sind und in der Stadt sind. So, 3 Kilometer noch. So, ich glaube jetzt aber, wenn ich die Szenerie noch richtig in Erinnerung habe, kommen wir jetzt aber langsam auf die Stadt, also auf Chur zu. Gleich machen wir ja mal wieder das kurze Stück S-Bahn, so gesehen, Straßenbahn. Und dann sind wir gleich auch schon im Bahnhof von Chur. Da vorne kommt nämlich auch schon die 25. Es sind ja auch nur noch 2,6 Kilometer. Dann gleich in Chur noch mal kurz ein bisschen rangieren, die Waggons dahin, wo sie hingehören. Und dann haben wir auch das Szenario geschafft. Das vorletzte der Arosa-Linie. Ja, da kommen schon die Ampeln. Und die Straße, das heißt, da vorne geht es jetzt gleich runter mit der Geschwindigkeit. Das Gefälle lässt jetzt nach. So langsam. Oh, 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 oh. Ich bremse uns mal so langsam ein bisschen runter hier. Ein bisschen zu früh das Gas verändert, hat er wieder ins Rollen gekommen. Oh. Es hat aufgehört zu schneien, dafür regnet es jetzt. So, das Gefälle lässt jetzt auf jeden Fall langsam nach. Boah, man kann langsam wieder was sehen draußen.
So, jetzt können wir aber den linken Scheibenwischer auch ausmachen. Jetzt reicht es aber, wenn wir den vorderen benutzen. Wir können jetzt ja wieder anständig was sehen. Oh, wir fahren. Fahren wir anders? Nee. Doch, 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 doch. Der lotst uns irgendwie anders, kann das sein? Sind wir nicht sonst auf der Außenlinie gefahren? Ach nee, hier ist zweigleisig, ne? Rechtsfahrgebot, ich glaube deswegen. Obwohl eigentlich auch keinen Sinn macht, weil er ab hier schon wieder eingleisig ist. Aber wir sind gleich da. So leichtes Grafikflackern habe ich hier. Das ist allerdings nicht OBS, das ist tatsächlich das Game. Aber es hat jetzt aufgehört. Ich meine, ich weiß zwar nicht, warum ich pfeife. Hier fährt jetzt bei dem Sauwetter scheinbar eh keiner rum. Aber sicher ist sicher. Ja, der Wind pfeift immer noch ordentlich. So, knapper Kilometer noch. Oh, warte mal, ich bin zu schnell. Immer noch leichtes Gefälle. So, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Gefälle und dann sind wir in 400 Metern da. Ach, ich sehe es schon. Wir müssen gleich auch an den Waggons hier vorne ankuppeln, ne? Kann das sein? Weil warum sollten hier sonst einfach so leere Waggons stehen?
Fortfahren gemäß Signalbilder. Ja, aber das Signalbild vor uns ist doch jetzt rot, ne? Verweigert keine Strecke verfügbar. Werte ich das Signal gerade falsch? Ach nee, da unten. Ach, Rangiersignal. Ich darf fahren. Gar nicht gesehen, die Punkte waren unten. So, wir sind jetzt auf jeden Fall da. Hä? Ach so, jetzt geht's rückwärts. Fortfahren gemäß Signalbilder. Gerade speichern. Also so manchmal werde ich hier nicht ganz schlau draus. Aus der Hilfe oben. Die scheint fehlerhaft zu sein. Weil die mir hier gerade halt zeigende Signale anzeigt, die gar nicht existieren. Weil theoretisch bin ich doch gerade schon voll über eins rübergefahren, aber war gar keins. Da ist zwar eins, aber das gilt für die andere Fahrtrichtung. Nett ist, dass er da nochmal ein haltzeigendes Signal angibt, obwohl, wenn ich da halte ich so oder so. Zumindest sind die Schienen da zu Ende. Was war jetzt? Zug da sicher zum Stehen kriegen. Ah, Prellbock!